wo man Knarren an die Autos geballert hat. Und dann einfach mit Maschinengewehr mit dem Mustang so ein Wichser aus dem Weg geschossen. Du stehst im Weg, ich töte deine Mutter. Ist wie es ist. Okay, können wir mal jetzt hier Attaché. Ein Glück, dass wir immer vorne starten und nicht hinten. Ja, auf. Das war der Spoiler, bitte. Ja! Pippi, du Drecksack! Wir fallen alle ganz normal! Mann! Danke fürs Kommen. Danke, Simon, dann kommt er von hinten. Bus! Bus und mehr Bus! Boah! Ja! Pippin! Ja! Es ist der Heiße, wir wegdrehen! Ziel, ja, Ziel! Der gibt Ärger als Scheiße. Erster Bus, zweiter Bus, dritter Bus. Was mach ich da eigentlich? Ich krieg als die Kurven nicht und bleib dann an einem winzigen kleinen Eckelchen von der Betonwand hängen. Martin, ich muss die Kurven nicht. Nice try. Nein, stopp! Ich darf durch. Ja, ich hab übersteuert. Gestern das Mikrofon auch. Was war denn mit dem Mikrofon los, Alter, als du angefangen hast? Dieses? Ja, zwischen war es halt. Der sieht halt genau in der Menge dann drin. Das pfeift dann mehr. Wir pfeifen. Boah, geil! Uah. Mutter gemacht in der Kurve. Überragend! Ist der das? Der Friedensnobelpreis! Ja, aber er sieht er. Oh, jetzt habe ich ein Battle mit Martin. Oh! Oh, fuck! Da flog Bus! Ah! Mit Stau auf der Mittelstuhl. War ziemlich! Hi! Hi! What? Und die beiden sind an der. Ich wollte sie aber eigentlich komplett weglassen. Oder er hebt sich einfach hoch. Du kannst mal mit Mali nicht kuscheln. Alter! Bist du gerade durch den Bus durchgebackt? Ich bin gerade durch den Bus durch. Ich hab die Technik. Oh, die Technik ist so weit. Da kommt natürlich sogar durch den Bus durch. Gut, Timo. Ja, sehr schön gemacht. Ganz großes Tennis. Was? Uah, fuck! Immer noch fahren. Ich mach mein rechtes Vorderrad, du Abwehr! Du bist doch Pippin! Ich heiße nicht Pippin! Du bist doch Mann! Du nicht raus! Ich dachte, du würdest noch mit dem Bus kuscheln! Oh ne, das hab ich aufgegeben! Die sind einfach zu fett! Aber gerade die sind doch immer die Bemühten! Au! Oh, den Schlag in die Seite gekriegt. Hat der getroffen? Du nicht. Gut. Ja, der hat mal den Abstand gekriegt, direkt da. Ja. Da es entgegenkommt. Hi! 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 Brauchst jetzt auch nicht mehr ankommen.
war da noch fast knapp gewesen, Herr DJ. Ja, Ende, gell? Es siegt der DJ. Und sie liebt den DJ. Ja, und eines Tages, wenn ihn sein Rheuma und alles niedergeschlagen hat und er im Rollstuhl dann sitzt, dann geht es immer noch. Sie schiebt den DJ. Da kommt ein Huckel, er fällt aus dem Stuhl und da liegt der DJ. Feiert. Ach was. Wir? Du hast dich aus dem Rollstuhl geschmissen. Da hast einiges verpasst. Die Mulz ist 75 und heißt Gertrud. Ach, Gertrud. Nice. Und die Frau hätten sie noch einen Optokoppler. Ach, ein Atmer ist beigetreten. Ah. Oh, wir geben uns noch die Ehre. Ah, heide dei. Weißt du, alle wollten um 10 weg. Atmer kommt 10 nach an. So typisch. So typisch. Ja. Ich glaube, geraucht hat er auch. Oh. Oh, Scheiße. Oh. Atmer, guck mal kurz nach hinten. Du bleibst hier mit mir. Bis die Busse kommt. Danke, Timo. Ich bin mitten zwischen den Bussen. Ja, so. Da gehst du hin. Hui! Da jeden Bus berührt, ich kann sein Blechschadenspunkte. Ja, ich würde gerne das Video so büßen. Weil ich jetzt nur 20 Leber. Ja, du warst vor mir im Bus. Was? Na gut, 20 Leben, dann kann ich ja demolieren. Ich war der SUV hätte. Alter, wir bringen es. Put, put, ihr kleinen Nasen! Papa kommt mit dem SUV! Wow! Ich wollte dich steckeln, war noch zu weit weg. Come on, bitch. Oh, was? Come on, bitch? Ist das die weibliche Form vom Come on Bear? Ja! Ja! Okay. Also auf der Art. Hättest du schon den Hammer, Baby? Timo, ab nächste Runde wird's scheiße. Es wird jetzt schon scheiße. Ich hab die ganzen Busse vor meiner Nase. Ich möchte nicht überrunden. Ich bin nicht gegen Pippin gefahren, so wie zum Karma, weißt du? Damit kam mein Getriebe an seiner Leiche aufgekuppelt. Wow! Wenn man in der eigenen Kamera nur noch Bus sieht, dann ist er verdammt nah. Bussi, Bussi. Henne, dein Auto stimmt irgendwas. Ja, fehlt irgendwie was, ne? Ja. So, alles außer Räder. Ich hab da noch einen kleinen Hamster vorne drin sitzen, der kurbelt, sonst wird das Ding nicht mehr fahren. Und du hast aber noch zwei Türen. Nee. Aber die Heckklappe ist immer noch gar nicht normal. Die Heckklappe immer der zusammenfasseln. Doch, du hast doch zwei Türen. Doch dran. Echt? Rechts? Achso, ja. Du scheiß Bus muss doch irgendwann mal abbiegen! Und er macht komische Geräusche. Da flattert doch alles. Ein Flattermann. Ich kann mir voll gut in den Kopf ausmachen. Oh! Shit. Einfach gerade die gleiche Ecke mitgenommen wie du. Oh, und jetzt parkt hier doch nicht. Ich muss hier durch.
Geh weg, Adler! Fuck! So, also. Das ist riskant. Geht schon! Oh shit, da liegt eine Henne. Vorsicht, Verwundete! Vorsicht, dass sie mir. Oh. Alter, hast du doch meinen Kopf kennen. Alter, ist der okay, wer hat da jetzt gewonnen? Ja, der hat. Na. Oh mein Gott, wir waren wirklich alle nebeneinander gerade am Ziel. Ja, dieser Kackbus hat mich dermaßen ausgebremst gerade wieder. Alter, Pippin, hast du das am Ende bei mir gesehen? Ja! Guck dir mal die Zeichen an. Ich bin ziemlich schmal. Mhm. Also, ich habe ja schon viele Smarts gesehen, aber wenige Einsitzer. Also, das war echt krass. Mein Auto ist nur noch ein Strich, ey. Von beiden Seiten hat mich ein Bus getroffen. Gerade so. Wenn zermatscht. Ich auch nur mit gerechnet, ich hatte nicht drauf geachtet, hätte ich. Damit gerechnet, dass wir schon am Ende sind. Ich habe nur versucht, vorsichtig nicht in den Bus zu krachen. Dann hätte ich mehr Gas gegeben, hätte ich es noch geschafft. Aber der hat mich so weggedrängt. Ah, Hilde, ja, Schau. Aber ich finde, im Gesamten waren unsere Massenbus-Überholmanöver sehr souverän. Massenbus-Vergewaltigung. Massenbus-Soldier. Ist der noch nicht ready? Henne. Ja, ich vergleiche gerade die Autotypen. Bei meinem Sub ist die Kurvengeschwindigkeit 1. Bei meiner nämlich 4. Ach, das ist die Strecke? Ich mag diese Strecke nicht. Aber es ist eine Strecke, wo uns Busse zumindest egal sein können. Wow. Alter! Pow! Du kleine Bitch! Alter, 21 Leben weg! Dreh die Klappe! Wie war die Bus, du Loser? Hast du noch Funny Bus mit, oder? Ja! Frag mal mein Timo nach, der fährt bei denen. Danke! Ich hol dich, Henne. Jetzt hol ich dich. Dann hol dir erstmal den Pippi, der fährt die ganze Zeit gegen die Wände. Der Fall ist eine Karre alleine. Na gut, dann mach ich mit. Die Wand wollte ich auch. Ja, es gibt Kurve nicht so ganz gerade. Ja, aber die Kurven, ich bin nicht vom SUV noch besser zu kontrollieren, weil der parkt da halt. Boah! Schöner Mist! Ciao, Timo! Hä? Der hat zurückgesetzt, der Arschmann! Ja, oh. Boah, Alter. Lack im Weg, musst du weg. Was denn? Hängst du da fest? Nein, Timo, kommt, der mag mich nicht mehr. Ja, du, ey. Kommt der Atmer hier mit 5 Gangpendel. Ja, der chillt sein Rennen da vorne in aller Ruhe, weil ihn keiner mehr kriegt. Kleiner Pimmel. Hast rein an ihren Land. Weil ich da in der Ecke so eine Beule drin habe, dass du genau da reinfahren kannst. Ja, das war geil. Hast genau die vordere Kante vom Auto rein, weil sie schon zweimal genau an derselben Stelle drin war. Ah! Boah, Lex! Ja. Der berühmte Monolog Pippin und die Mauer. Also im Buch, wie es rumste. Bist du gerade mein Auto hätte? Jo. Und wenn es nach mir geht, ist es gleich noch schmaler. Nein, komm schon. Doch, ich nicht ganz. Und der Atme hat gewonnen. Wegsack.
Boah, ja, noch nie die Kurve so gekriegt. Weißt du. Kimo ist ein bisschen hinten, wa? Ja. Was passiert? Warte ab. Wart Kurve ab, nicht richtig genommen. Mit Abstand. Unfassbar. Ja, Martin, 0,6 Meter. Ja, du warst am Ende noch mal nah dran. Ich hab aber die Busse habe ich dann echt nicht mehr gesehen. Ja. Also die Strecke ist lang genug, dass wir sie nicht überrunden, aber ja, die sind dann weg. Aber hast dich schnell wieder freigezogen, Timo, aus denen. Ich hab gedacht, du hast länger Spaß mit denen. War jetzt ein bisschen deprimiert, muss ich sagen. Da gibt man sich auch so viel Mühe, dass du einfach mit denen kuschelst. Kuschelwäuschel. Wäuschel. So, um halb ist Feierabend. Genau. Ja, jetzt, ich muss noch was essen. Was ist da los? Was ist da los, die Tebony? Was ist da los? Die Schulbusse sind alle schon bereit? Ah, ja. Genau wie mein Penis. Ist der auch wie so ein Schulbus? Groß, massiv, aber relativ unflexibel. Irgendwas stimmt noch. Aber wird gern auf einmal von mehreren Leuten genutzt. Boah. Ich höre hinter mir irgendwie dim, kommt der Timo? Ah ja. Oh, die Strecke mag ich nicht. Die hat mir zu viele Kurven hin und her. Da komme ich nicht doch klar. Oh, cool. Danke, Hühn. Sehr schön. Da liegt ein Hai in der Kurve. Ja, leider nicht. Das Auto. In der Kurve. Da liegt ein Pferd auf. Und ein Fuß in der Kurve. Und da macht eine Lubings. Das war ich. Ganz stolz. Ich bin, das war ganz allein meine Idee. Guck mal, ihr fahrt, wo ihr liegt, da liegt ja noch ein Bus. Ah, vorbei, Timo. Jetzt komm ich. Warum fährt denn der Bus jetzt los? Okay, Mann. Bist du mich? Der war böse. Danke. Wir müssen das Zurücksetzen deaktivieren. Du Scheiße. Nein, ich vergiss es. Technik. So schnell schießen die Schotten nicht. Ja. Wer ist dieser schwarze Fuß und warum ist er auf meiner Party? Warum ist er einfach zugesetzt? Der Bus ist hier deaktiviert. Ja, aber der Bus hat sich kaputt gesetzt. Der Bescheiß. Der Pippi gerade versucht an den Bus vorbeizubringen, ist auch gut. Ich schieb die einfach weg, wenn sie stören. Hallo! Servus! Oh, ey, genau in dem Moment muss dieser Kackbus abbiegen. Viel zu früh ist er in die Kurve gegangen. Er wäre voll gegen die Leitplanke gedonnert. Was musste da plötzlich nach rechts ziehen?
große Stirnechte noch der geraden Gas geben willst, alles steht voll. Bei mir machen sie eigentlich im Moment noch sämtliche Kurven dicht. Ja, bei mir auch. Nö, da halte ich mich an die Devise, bist du parallel zum Bus, steht er dem Weg. Ja. Ja, aber sie mitnehmen in der Kurve. Meine Busse fahren gerade momentan so eng in die Kurve, dass ich nicht dazwischen komme. Hm. Ja, momentan fahre ich zwischen zwei Bussen und wir sind uns da eigentlich auch komplett einig. Ansonsten sind die ja eine geniale Abbieghilfe. Ja. Aber, upsa, nur wenn sie einen reinlassen. Ja, das ist Timo, ich wurde gar nicht zerstört. Ja, aber nicht ohne sonst rum. Doch. Nein, nein, denn muss kein halb 10. Ach so, die Runde, ich dachte jetzt noch. Boah, also die Strecke mag ich echt gar nicht. Echt nicht? Warum? Stelle ich. Oh, Racing Exhaust Manifold. Der Atme, ey. Halbe Minute schneller gewesen. Arschgesicht steht er, Arschgesicht.